Ein weißes Blatt auf dem Tisch, in meiner Hand wartet der Stift. In meinem Kopf schwirren tausend Wörter, doch geschrieben hab ich nix. Was soll ich sagen, Bruder, fragen, wie's dir geht in einer Zelle? Denn ich weiß, du fragst dich schon, wie lang schreibt man dir noch zurück? Die erste Post kommt jede Woche, danach vielleicht dreimal im Jahr. Aber glaub mir, jeden Tag wird hier draußen an dich gedacht. Doch das Leben rennt viel schneller, als die Zeit es jemals kann. Verzeih dein Kumpels, denn am Ende bleibt nur echte Freundschaft da. Soll ich dir sagen, alles cool, uns geht es gut. Jeder macht seinen Job und macht dich traurig, weil du merkst, du hängst noch Jahre in dem Loch. Soll ich lügen und dir sagen, meine ganze Welt ist Schrott? Oder machst du dir dann Sorgen und zerbrichst dir nur den Kopf? Ich würde dich rausholen, wenn es ginge, Zeiger zurückdrehen, wenn es ginge. Doch im Moment fühl ich leider nicht mal dieses eine Blatt mit Tinte. Mann, du weißt, ich würde es ändern. Jetzt sitz ich hier und warte seit Wochen, wir haben lange nicht gesprochen. Ich will nur wissen, wie's dir geht und nicht alleine hier verrotten. Bruder, schreib mir irgendwas, ein paar Zeilen zum Lesen reichen. Bisschen teilhaben am Leben da draußen auf ein paar Seiten. Du musst nicht lügen, ich weiß, die Welt dreht sich schnell weiter. Doch 6 Quadratmeter machen auch nicht langsam einsam. Schon klar, ihr habt zu tun, doch ich hoffe, es geht euch gut. Aber Nächte sind verdammt lang, wenn man nicht am Leben teil hat. Die Augen sind zu satt und in der Tag derselbe Trott. Gitterstäbe schneiden Luft und der Block verdeckt mein Horizont. Und ganz ehrlich, wie ein Lichtblick ist hier der Brief, der zu mir kommt. Denn die Gedanken spielen Ping-Pong in meinem Kopf. Ich würde herauskommen, wenn es ginge, Zeiger zurückdrehen, wenn es ginge. Doch im Moment ist jedes Blatt mit Tinte eine große Hilfe. Du weißt, ich würde es ändern.